Vom 17. bis 19. November 2017 fand in der Messehalle 4 in Klagenfurt die Familien- und Brauchtumsmesse statt. Rund 450 Aussteller aus dem In- und Ausland waren vertreten. Auch eine eigene Halle für Hobbykünstler war eingerichtet worden. Gute und gelebte Tradition ist es seit einigen Jahren, dass die von der Gesellschaft der Gendarmeriefreunde gegründete K&K Traditionsgendarmerie bei dieser Ausstellung sich mit einem eigenen Stand der Öffentlichkeit präsentiert. In enger Kooperation mit der Partnerorganisation Kärntner Landsmannschaft und dem Referat für Volkskultur des Landes Kärnten war dieser öffentliche Auftritt im Rahmen der ARG Volkskultur sehr erfolgreich und konnte dabei die österreichweit einzigartige Garde einem Massenpublikum vorgestellt werden. Das rege Interesse der Besucher an der Traditionsgruppe und der Gesellschaft war augenscheinlich und rechtfertigte in jeder Hinsicht den intensiven personellen Einsatz der Garde und Funktionäre. Die Redaktion der Polizeitung befragte einige Messefunktionäre zum Thema. Warum Traditionspflege? Brauchtum und Traditionspflege bedeutet für mich, das einfach miterleben, was man erlebt hat, selber. Und wenn man besonders aufgewachsen ist in der Nachbarschaft einer Gendarmerie-Kaserne, die sehr viel Tradition und sehr viel Brauchtum hat und dann die Leute dort kennengelernt hat und einfach mitlebt mit ihnen und dass man eigentlich früher, ja, die Vergangenheit Tradition war, schön ist. Traditionspflege ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema, weil auf der Tradition aufbauend auch die Gegenwart gestaltet werden kann mit diesen Erfahrungen und man auch es wertvoll ist, zurückblicken zu können, um auch dem Neuen gut verbunden zu sein. Ja, Traditionspflege ist für mich natürlich die Aufrechterhaltung der Kameradschaft vor allem. Und früher hat man natürlich diese Uniformen, die wir jetzt tragen, in der Zeit getragen der österreich-ungarischen Monarchie. Und wir sind natürlich bestrebt, diese Tradition weiterhin aufrechtzuerhalten und sind eigentlich mit Leib und Seele und mit Herz dabei, um diese Tradition eben weiter aufrechtzuerhalten. Traditionspflege bedeutet für mich, aus der Vergangenheit Erinnerungen bewahren und in die Zukunft weiterführen und daraus Neues entwickeln. Traditionspflege und Brauchtum bedeutet für mich in meinem Bereich die Erhaltung und Pflege der originalen Kärntner Trachten, des Kärntner Brauchtums im ganzen Jahreslauf, das heißt beginnend von Weihnachten über Ostern bis zum Herbst, bis zum Sommer. Alle Bräuche müssen gepflegt werden, müssen erhalten werden, so wie die Kärntner Trachten. Tradition ist für mich ein Weitergeben von Brauchtum und Brauchtum ist, man braucht etwas zum Gebrauchen und dadurch entsteht das Brauchtum. Ja, für mich bedeutet Kultur und kulturelle Werte, die seit vielen Generationen weitergegeben werden. Das ist also sehr, sehr wichtig für die Nachkommen, die also die Tätigkeiten unserer Vorfahren halt pflegen und dann den Jungen weitergeben. Die Traditionspflege ist natürlich wichtig und dazu gehören natürlich die vielen Landesverbände, die also sich den Brauchtum verschrieben haben, wie das Singen, Tanzen, Musizieren. Und die sind natürlich dazu da, um das den Jungen weiterzugeben. Unter Tradition versteht man ja nicht nur Althergebrachtes, sondern es ist ja eigentlich ein Faktor der Identität. Das gehört zu unserer Kultur dazu. Denn was wäre, wenn wir Althergebrachtes verneinen würden? Wir hätten ja keine Zukunft, denn die Herkunft bedeutet ja Zukunft und damit ist auch die Tradition bedingt.